Eigentlich hatte Zlatan Ibrahimovic seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet. Eigentlich, denn auf einmal scheint ein überraschendes Comeback möglich. Nach Schwedens geglückter WM-Qualifikation meldete sich der Superstar prompt via Twitter zu Wort, mit zweideutiger Schreibweise. Nationaltrainer Andersson versucht das ganze Thema so klein wie möglich zu halten. Zlatan ist, wie ich es schon öfters gesagt habe, unser bester Spieler aller Zeiten, ein fantastischer Athlet in vielerlei Hinsicht. Aber er hat sich entschieden, bei unserer Qualifikation nicht mehr dabei zu sein. Wir müssen endlich anfangen, über die großartigen Spieler zu reden, die wir in dieser Mannschaft haben, und nicht über jemanden, der gar nicht mehr dabei ist. Ibrahimovic-Berater Mino Raiola feuert die Spekulationen bereits in der schwedischen Presse weiter an und lässt sich mit den Worten, wenn es nach mir geht, würde ich ihn persönlich dort abliefern, zitieren. Unsere Mannschaft hat einen super Job gemacht. Lasst uns doch aber bitte über sie reden. Ich kann nur das sagen, was ich schon gesagt habe. Ich bin über diese Spekulation nicht verärgert, aber ich möchte über die Jungs sprechen, die es verdient haben, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Fantastisch, weil das so ist. Verständlich, dass Andersson genervt reagiert. Schweden ist das erste Mal seit 2006 wieder bei einer Weltmeisterschaft dabei. Doch der Tweet von Ibrahimovic stellt den Sensationserfolg gegen Italien in den Hintergrund.